So, da sind wir wieder am Hammerberg. Schnapp uns was vor, Grimm. In dem Fall Quano. Ja, bitte? Und wie immer Feires. Wie kann ich dir helfen? Ja, das neue Gewand steht dir definitiv. Gut. Dann gucken wir uns mal um. Hast du schon gehört? Erzähl einfach, Netter. Okay. Erst einmal zu Sanraya, würde ich sagen. Und dann müssen wir die gute Niceback finden, wo auch immer sie gelandet ist. Wahrscheinlich wieder mal in der Taverne nachgucken. Der Brückenwart ist weg. Oh, wir können dem Kiepenkerl sagen, dass Girtasch weg ist und er jetzt hier handeln kann. Genau dir. Hallo. Kann ich irgendwie behilflich sein? Ich bin eine offene Kiepe für euch. Fragt bitte. Schläger dieses. Ja, dieser gierige Girtasch. Girtasch ist nicht mehr. Kumpanen. Ich denke, du wirst keine Probleme mehr im Hammerberg haben. Gute Nachricht. Ich werde noch eine Weile hier bleiben und mich dann ins Dorfinnere wagen. Na gut. Dann muss ich weiter. Mehr konnten wir dir leider nicht helfen. Wie weit eigentlich noch bis zum nächsten Level ab? Das wäre Stufe 13. Ah, da ist es noch ein bisschen, aber keine 1000 Erfahrungspunkte mehr. So, jetzt geben wir mal Sanraya ihre Harfe. Mein Yama, du hast es. Ich spüre es ganz deutlich. Jupp. Der Wasserdrache ist besiegt und wir geben ihr die Harfe. Dieses Holz wieder zu spüren, den Klang dieser Saiten zu hören. Du hast mir einen Teil meiner selbst zurückgegeben. Daher möchte ich dir dieses Amulett schenken. Ach, das ist aber großzügig. Hab Dank. Allahi will von deinem Glück erfahren. Ja. Allahi müssen wir ja noch von ihrer Schwester erzählen. Und wir müssen eh dann für die Geschmeide von Raya. Charisma plus 1. Ja. Super, davon haben wir schon eins. Dann eben nicht. Das wird dann... Nein, es ist ein Geschenk. Das kommt dann in die Truhe. Zusammen mit dem Amulett der Heilung. Aber jetzt sag uns erstmal, was das ist. Ausdauer. Na? Was? Ausdauer ist gut, weil Vorgrim fehlt irgendwie ein Ring. So. Ja. Ja. Jetzt hat er mehr Ausdauer. Und kann öfter zuhauen. Sehr schön. Ach ja, das Tagebuch wollten wir noch lesen. Ja. Was? Du hast nichts mehr zum Verkaufen. Das können wir zu Vorgrim tun zum Verkaufen. Die Sachen packen wir dann mal in die Truhe. Was? Okay. Aber als nächstes will ich mal kurz in das Tagebuch gucken. Nur wenige Zeilen dieses Tagebuches sind lesbar. Der glänzende wasserblaue Wurm nahm mir mein Bein. Doch ich werde ihn jagen und zur Strecke bringen. So wahr ich Kapitän A heiße. Nirgends wird er vor meinem Speer sie... Ja, A. Super. Speersicher sein und alle sollen es wissen. Ich werde nicht ruhen, bis er oder ich tot und verdammt in die Niederhöllen fahren. Ja. Obermat S., kühn erfahren und rational und sein Glauben an Effert ungebrochen. Auch er wird den Brodem des Geschuppten spüren. Das soll wahrscheinlich sowas wie Odem heißen. Auch wie ich dieser abergläubische Goblins verachte, die sich Schiffer nennen. Komm, Geschuppter, die Rechnung zahlt sich. Die Rechnung zahlst du. Obermat S. Ist das vielleicht Obermat? War das vielleicht Soremann, bevor er Captain geworden ist? Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber gut, jetzt. Ich sag heute irgendwie immer zu oft, aber gut, kann das sein? Sorry. Nun, jetzt wollen wir mal in die Taverne gucken. Ob wir dort
die Niceback finden. Einen anderen Ort kann ich mir nämlich kaum vorstellen. In der Taverne läuft ja alles Mögliche zusammen. Eingang zum Steuerrad, genau. Es kommt wieder die tolle Tavernenmusik. Und ja. Den Tavernenkönig, sag ich dir. Fragst du es, Donnerfaust, beim Tränken zu stören? Warum gebt ihr euch nicht etwas Zeit und hört euch meinen Vorschlag in Ruhe? Wollt ihr noch was? Ein kleines Captain? Gespräch unter vier Augen. Bei Swafnir, ich spucke auf Geheimnistuerei. Gerne, Captain. Verschwinde, du doppelzüngiges Schlangenweib. Nun, wenn ihr weiterhin so uneinsichtig seid, werde ich mich mit meinem großzügigen Angebot an jemand anderen wenden müssen. Wer bist du da? Es gibt hier sicherlich Leute, die... Du siehst so aus wie ich. So wie es aussieht, sucht sie nicht ihren Bruder. Hä? Niceback, Frau, schweig stille. Ja, jetzt können wir uns direkt mal ins Gespräch einmischen. Du hast dieses Natterngezücht zu mir geschickt? Das war ein Versehen. Sie bat mich, wegen ihres entführten Bruders zu helfen. Ja, das ungewisse Schicksal meines Bruders. Kapitän Donnerfaust zeigte sich bisher leider völlig unkooperativ. Obwohl ich wahrlich versucht habe, an ihre Vernunft zu appellieren. Soll dich doch der Blitz treffen! Hörst du nun endlich auf zu reden, Frau? Aus meinen Augen! Das ist nicht sehr produktiv. Und so etwas nennt sich Piratenanführerin. Ich werde meine Zeit nicht länger mit euch vergeuden, Eilif Donnerfaust. Aber betet zu eurem heiligen Walfisch, dass sie mir niemals in die Quere kommt. Heiliger Walfisch, Effort jetzt auch noch zu reizen, ist nicht die feine Art. Menschen von ihrem Schlag stinken eine Seemeile gegen den Wind. Selbst unter ehrlosen Piraten. Dem muss ich zustimmen. Also unser zukünftiges Ich wird noch viel Probleme mit Niceback haben. Was wollte sie von dir, dass es dich so erzürnt hat? Sie wollte Geschäfte mit mir machen, um ihrer Konkurrenz eins auszuwischen. Und sie will ihren Bruder tot sehen. Okay. Tot? Bist du sicher? Mir sagte sie, sie will ihn befreien. So sicher, wie Soremann tot ist. Der wollte bestimmt Lösegeld auf eigene Faust einstreichen. Schau mal in seiner Hütte im Südwesten. Ulvines Bruder soll frei sein. Okay. Gern, ich will auch wissen, was hier läuft. Na gut. Wieder ein bisschen hin und her gelaufen. Für ein paar Dukaten. Nein, sogar die Quest heißt genauso wie im ersten Teil. Offenbar hat Soremann und Wiesburg gefangen genommen und seine Schergen halten ihn noch immer fest. Dieser Niceback in einer Hütte südwestlich des, wenn es stimmt, was Alf sagt, dann sollte ich mich beeilen und wieder wie den Bruder umbringen lassen. Ich gehe kurz runter. Der große Krug ist schon wieder leer. Ach, die beiden stehen jetzt hier drin. Okay, dann gucken wir mal nach den Piraten, die das Memo nicht gekriegt haben, dass Soremann nicht mehr unter uns weilt. Waldhütte. Die ist da drüben. Da kommen wir vom Waldwegpunkt aus hin, vom Schnellreisepunkt am Wald. Hammerberg. Dahin. Und dann da lang. Ja. Ah, ich mag es am Hammerberg rumzulaufen. Ich mag den Schnee. Hat wenigstens einen schönen Vorteil. Auch wenn ich keine Fußspuren von mir im Schnee sehe. Hey, ihr drei da. Hä? Was willst denn du hier? Moment. Du hast doch so mal platt gemacht. Das wirst du bereuen. Jungs, Angriff! Ich habe euren Captain getötet und ihr denkt, ihr könnt es mit mir aufnehmen. Ihr drei, möchte gern. Okay, Munition alle. Das heißt, ich benutze jetzt mal einfach ein bisschen die Mofus-Stacheln. Ja? Weil ich ja eh genug davon habe. So, erster Pirat weg.
Na? Der zweite ist auch gleich weg. Und noch Nummer 3. Und das seid müsste. Ihr ein neuer Handlanger des ruchlosen Eisenschmeck? Haben nun die Götter mein Ende beschlossen? Na, er sieht ein bisschen wohl genährt aus und ist misstrauisch. Mein Name ist Brenoir. Donnerfaust schickt mich euch zu befreien. Kapitän Eisenschmeck ist tot. Zar sei gepriesen. Viele meiner Gefährten sind durch seine Hand gestorben. Ich fürchtete schon, bald Golgaris Schwingen rauschen zu hören. Doch meine Gebete wurden erhöht. Ja, du bist Borons Vogel nochmal entkommen. Da ist noch was, eure Schwester hat eine Lösegeldforderung gehalten und ist persönlich angereist. Was? Ulvine ist hier? Ich konnte bereits zwei in ihrer Kopfgeldjäger entwischen, doch dann geriet ich hier in Gefangenschaft. Bitte, bei den Göttern, helft mir! Da, wir haben ihm die Suppe eingebrockt, dann helfen wir ihm auch. Was habt ihr vor? Als mein Vater, er ruhe in Frieden, uns die Leitung seiner Handelsgeschäfte übertrug, ließ er Leonardo den Mechanikus zwei Spieluhren anfertigen. Lass mich raten, sozusagen als Symbol, dass euch die Firma doch gehört. Doch Ulvine will die Zügel allein in ihrer Hand halten. Die Hälfte reicht ihr nicht. Gebt ihr meine Uhr und sagt ihr, ich sei tot. Wenn die Götter wollen, wird es mir so gelingen, ihr zu entkommen. Also, eine Finte. Wie könnt ihr dieser Frau die Hälfte eures Erbes überlassen? Wir geben ihm keine 10 Dukaten, wir sind ein Zwerg. Und er sieht so aus, als hätte er noch genug Geld. Mein Leben ist mir mehr wert. Ich kann euch nur raten, euch von ihr fernzuhalten. Sie ist völlig skrupellos in ihrer Gier nach Macht. Nun, habt vielen Dank und lebt wohl. Ihr auch. Geben wir ihm die 10 Dukaten, das gibt vielleicht noch Erfahrungspunkte. Es hat mich gefreut, eine so ehrbare und freigiebige Person wie euch zu treffen. Ich danke euch und hoffe, diese Schuld eines Tages begleichen zu können. Mögen die Zwölfe euch segnen. Ach, euch auch. Lebt wohl. Sehr schön, jetzt müssen wir nur noch Eilif Bescheid sagen. Ja, es hat uns 7 Abenteuerpunkte gebracht, juhu. Aber auch ein paar Silberembleme. Und anderes Zeug, was wir verkaufen können. Noch ein Silberemblem. Ja, einfacher Verband. Und den Rest lasse ich da liegen. Der ist eh wertlos. Nein. Hier, Frau Grimm, für dich. Das ist der Questgegenstand. Lustig, die spielt sogar, wenn man sie sich anguckt. Dies ist eine sehr wertvolle mechanische Konstruktion aus den Händen Leonards des Mechanikus aus Havela. Und das kommt noch in die Truhe. Und mit dem Rest weiß ich nicht, was ich so anfangen soll. Die Sachen werden verkauft. Und Schleifsteine kann ich auch verkaufen mal. So viele braucht kein Mensch. Und zur Not finden wir wahrscheinlich immer noch neue und können selber welche herstellen. Aber gut, 7 Abenteuerpunkte pro Person sind... Du wagst es, uns vor die Augen zu treten? Du, der du für den Tod von Zaphera Blutklinge verantwortlich bist? Nun wird uns nur mehr das Rinnsal deines Blutes zur dunklen Göttin führen. Was zur Hölle? Warum wollen die auf einmal? Warum habe ich jetzt schwarze Amazonen, schwarze unbewaffnete Amazonen? Ich bin verwirrt. Warum greifen mich Amazonen an? Hier. Angriff! Euch habe ich seit wie vielen Folgen nicht mehr gesehen. Und die letzte. So, ist weg.
Was habt ihr denn Schönes dabei? Außer ein paar Dukaten und Verbänden. Schleifsteine, die ich nicht brauche. Nur ein paar Heller. Warum auch immer mich hier an diesem Ort Amazon angegriffen haben. Ich will es gar nicht wissen.